Sehr verehrte Zuschauer, heute dürfen wir uns wieder einmal an Sie richten. Vielleicht fragen Sie sich, warum sendet Klagemauer TV immer wieder diese schrecklichen Nachrichten? Ganz einfach, weil ein Skorpion im Haus nicht ungefährlicher wird, nur weil man ihn ignoriert. Unsere Sendungen bei Klagemauer TV sind nicht dazu da, um sie nur zu sehen. Sie sind da, sie zu sehen, zu handeln und sozusagen an alle Mitbetroffenen des Hauses weiterzuleiten. Denn diese Nachrichten müssen zu einem Volksbewusstsein werden. Wenn der Lichtschalter nämlich mal gedreht ist und jeder den Skorpion, das meint natürlich das Unrecht, gewahrt, ist eine wesentliche Arbeit getan. Erst dann kommt das Haus in Bewegung, erst dann machen weitere Schritte erst Sinn. Sehen Sie sich unsere Sendung darum nicht nur an, verbreiten Sie sie, sprechen Sie darüber im Zug, bei der Arbeit, beim Kundenbesuch, im Urlaub. Wenn Sie, meine Damen und Herren, über diese schrecklichen Nachrichten nur Bescheid wissen und sie dann für sich behalten, gleichen Sie einem schäumenden, dampfenden, glühend heißen Wasserkessel. Doch wenn Sie darüber sprechen, unsere Sendung weitergeben, werden Sie zu einer fahrenden Lokomotive mit diesem dampfenden Wasserkessel als Antrieb. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und übergebe an das Studio nach Dresden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Klagemauer TV. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Es sind nun bereits fast 70 Jahre vergangen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Dennoch bleibt ein brisantes Thema und besonders die Nacht vom 13. Februar 1945 ging in die Geschichte ein. Der Feuersturm auf unsere Stadt Dresden. Trotz dass Deutschland bereits vor diesem Ereignis militärisch völlig am Boden lag, warfen die Engländer unter der Leitung des Luftmarschalls Arthur Harris Sprengbomben und 700.000 Brandbomben auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt. Churchills Anweisung lautete diesbezüglich: Die Deutschen aus Breslau braten. Mindestens 135.000 unschuldige und wehrlose Zivilisten verglühten folglich an diesem Tag bei lebendigem Leibe. Ein Großteil der Überlebenden wurde schwer traumatisiert. Seit Jahren findet nun zum Gedenken an die Brandopfer jeweils am 13. Februar hier in Dresden ein Trauermarsch statt. Seit 2012 wird dieser vom parteiunabhängigen Aktionsbündnis gegen das Vergessen organisiert. Nachdem die Zahl der Teilnehmer, welche sämtlichen Gesellschaftsschichten angehören, auf ca. 8.000 anstieg, mobilisierte die sogenannte antifaschistische, sprich linke Szene, bundesweit gegen das Dresden-Gedenken. Als Ergebnis wird nun dieser Tag von zunehmendem Terror angereister Krawallmacher von links überschattet, sodass es 2013 nur noch einige hundert Hartgesottene wagten, sich am Trauermarsch zu beteiligen. Zudem wurden die Teilnehmer nicht nur als Nazis beschimpft, sondern mussten auch damit rechnen, mit Steinen und Flaschen beworfen sowie polizeilich registriert zu werden. Erstaunlicherweise zeigte sich jedoch keiner der politischen Verantwortlichen beunruhigt aufgrund der Gewalttätigkeit mancher Gruppierungen oder wegen Transparenten mit Parolen wie »Alles Gute kommt von oben« oder »Bomber Harris, do it again«, zu Deutsch »Bomber Harris, tu es noch einmal«. Auch Feuerwerke, die zur Verherrlichung der angloamerikanischen Bombardierung veranstaltet wurden, boten offiziell keinen Anlass zur Kritik. Einziges Fazit von Dresdners Oberbürgermeisterin Helma Oros im Interview mit der Sächsischen Zeitung war: Ziel muss es sein, dass es in der Gesellschaft keinerlei rechtes Gedankengut mehr geben darf. An dieser Stelle stellt sich jedoch die Frage: Welcher Art Gedankengut entspringt denn die Befürwortung, diese grausame Auslöschung von Teilen des eigenen Volkes zu verherrlichen? Es lohnt sich, über diese und ähnliche Fragen nachzudenken. Meine Damen und Herren, seien Sie auch morgen wieder dabei, hier auf Medien Klagemauer TV um 19.45 Uhr. Ich verabschiede mich aus dem Studio Dresden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.